Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Raft. Ja, in der letzten Folge haben wir ja aus Versehen das da hier entdeckt, die erste Story ins. Ja, und jetzt werden wir einfach mal so ein bisschen Vorbereitung treffen. Ich vermute, wir werden es vielleicht sogar heute schon komplett schaffen, die abzuschließen. Ich bezweifle es zwar ein bisschen, da ich sehr viele Fehlversuche schätze, da ich extrem doof bin in Bezug auf Jump'n'Runs. Egal in welchen Spielen. Also, jetzt muss ich kurz überlegen. Jetzt schmeißen wir auf jeden Fall mal das Zeug rein. Ja, ich muss jetzt irgendwo mal mein Zeug loswerden. Okay. Schau mal, vielleicht können wir sogar schon die Kisten craften. Brauchen über 80 Holz. Habe ich so viel? Nein, ich habe gar kein Holz. Vierundzwanzig Kisten. Das wären drei Kisten, oder? Das wären drei Kisten. So, ja, dann stellen wir mal drei Kisten her. Oh, das hat auch exakt gereicht. Auf das habe ich gar nicht geachtet. Naja. So. Jetzt platzieren wir die Kisten. Und am ganz klaren Abstand, den Grund werdet ihr später bei der Sortierung der Kisten sehen. Da ich in Raft bisher noch keine. Ich glaube, es gibt Schilder, oder? Nee, doch, da ist das ich. Es wird später bei der Sortierung auftreten, warum ich das so mache. Und jetzt räumen wir doch mal das ganze Zeug hier raus, weil dieses zweite wird in Anlehnung an mein Kistensystem in meiner privaten Welt ähnlich aufgebaut sein, wenn nicht sogar gleich. Weil es einfach für mich dann einfacher zu kapieren ist. So. Und ich bin jetzt natürlich auch klüger und kann sagen, wovon ich mehr Kisten brauche, wovon ich weniger Kisten brauche. So. Gut, ich brauche was zu trinken. So, und jetzt nehmen wir mal, ne, wir nehmen die Kiste und räumen da erstmal das ganze Zeug hier rein. Hoppala. Ist natürlich auch ist, so. Brauchen wir das da nicht, das da brauchen wir nicht, die Angelrute brauchen wir nicht. Ich brauche das da auch nicht. Alles weg, nur noch das Essen holen wir uns jetzt raus. So, plus das da, was ja auch ein bisschen an Essen ist. So. Tendenziell könnte das sogar reichen, die drei Fische. Das trinken wir jetzt mal aus. Okay, ich habe schon wieder vergessen nachzufüllen. Okay. Ist noch hier irgendwo was drin? Nein, okay. Dann würde ich vorschlagen, dass wir sogar schon mal unser nächstes Projekt mal raussuchen. Schere brauchen wir erstmal nicht. Also weiß man auch gar nicht. Den Netzwerfer, den werden wir später sehr viel brauchen und ich werde mich ziemlich über das Scheißteil noch ärgern. Das kann ich jetzt schon versprechen, aber seid gespannt. Ich sag nichts. An der Stelle würde euch der Spruch passen, nur über meine Leiche, aber wenn ich sterbe, dann erfahrt ihr es nie. Also, außer ihr schaut woanders rein, aber ihr wisst nie, wo ich die Spannung wirklich gehalten hätte, weil das kann, die Realität kann sich immer noch unterscheiden. Naja, aber jetzt mal zum anderen Thema. Und zwar, gestern, also für euch gestern ist ja die letzte Folge rausgekommen von Raft, eben die mit dem Titel Der Radio Tower. Und da hat eben ein vermutlicher Abonnent, also ich glaube schon, dass es ein Abonnent ist, lässt zumindest der Name drauf schließen, einen Kommentar dagelassen, der gefragt hat, ob ich den neuen Microsoft Flight Simulator spiele.
Das ist an der Stelle keine Werbung, sondern es ist auch kein Zitat, aber ihr wisst, was ich meine. Keine Werbung. Auf jeden Fall möchte ich darauf jetzt nochmal antworten. Ich habe kurz und stichhaltig geantwortet unter dem Kommentar. Und ich würde es nochmal sagen, also von dem, was ich jetzt weiß, wird es nicht so was wie der Flight Simulator X oder X-Plane, wo es hunderte von sind es DLCs? Zusatzinhalte, sage ich mal. Zusatzinhalte da sind und ich kann es mal was sagen. An der Stelle auch keine Werbung. Alle Namen, die jetzt in dem Kontext verwendet sind keine Namen. Zum Beispiel X-Plane 11. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mir mal alle Zusatzinhalte, die es auf Steam zur Verfügung gibt, in den Warenkorb geschmissen, weil man es mit einem Klick machen kann. Wisst ihr, was da rausgekommen ist? Ohne Rabatte und so weiter bin ich knapp unter 1000 Euro. Und da muss ich sagen, das finde ich eine Frechheit. Ich finde es wirklich eine Frechheit, dass man meint, es so teuer zu machen müssen. Und da finde ich Flight Gear viel angenehmer. Was soll ich machen? Flight Gear hat einigermaßen viele gute Modelle. Manche sind jetzt vom Cockpit nicht so gut, aber die Flugeigenschaften sind meistens gut. Da verwende ich lieber Flight Gear, wo es eine komplett Open Source Map gibt. Nee, stopp. Was laber ich da? Nicht Open Source, also komplett kostenloses Spiel mit einer kostenlosen Map und so weiter. Und die ist vielleicht nicht so schön und das verstehe ich alles noch. Aber im Flugsimulator geht es für mich eigentlich nicht so stark um Grafik, sondern mehr um das Aussehen. Bin ich blöd? Ich glaube, ihr kennt diese Momente, wo man sich denkt, man labert genau dasselbe. Es geht mir eigentlich beim Flugsimulator nicht um die Grafik, sondern eigentlich um die Flugeigenschaften, dass ich weiß, wie die Flugzeuge fliegen und Spaß habe, wie sie fliegen und nicht unbedingt an der Grafik. Klar, es ist mal schön im Cockpit herumzudrücken, ein paar Knöpfe, aber ich glaube, die ganzen kostenpflichtigen Flugsimulatoren bieten genauso wenig bei den Flugzeugmodellen wie in Flight Gear die guten Flugzeugmodelle. Wie zum Beispiel, ich habe ein Tutorial gemacht und wie zum Beispiel die 777, ein sehr gutes Flugzeug vom Modell her. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich raus will. Ich will eigentlich nicht so viel Geld investieren. Es gibt YouTuber, die machen das und die sind auch meinetwegen groß. Die verdienen Geld mit denen und dann, wenn man das ein paar Jahre macht, dann hat man vielleicht das Geld auch wieder drin für die paar DLCs, die man dann kauft. Und wenn man das später als Beruf macht, kann man das in Deutschland auch von der Steuer absetzen. Das heißt, das ist dann nochmal ein Stückchen billiger. Aber ich sehe das nicht ein. Ich sehe das wirklich nicht ein, da zuzugreifen. Jetzt der Microsoft Flight Simulator 20 heißt er, glaube ich, mit vollem Namen. Der soll jetzt nicht so extrem werden, habe ich gehört. Aber trotzdem wird es dieses Modell sein. Und darauf habe ich keinen Bock. Weil ich investiere nicht irgendwie erstmal an die 60, 70 Euro im Flugsimulator und da habe ich 5 Flugzeuge und 10 Flughäfen. Das mache ich nicht. Das ist für mich einfach zu wenig für 70 Euro. Das ist, auch wenn es gute Grafik und so weiter, das sehe ich nicht ein an der Stelle. Und die Flugsimulatoren werden auch mit der Zeit eigentlich nicht richtig billig. Man muss sich mal die Kaufpreise anschauen. Also ich sehe das im großen und Ganzen eigentlich nicht ein. Und ich glaube, dass Microsoft auch ihre Strategie nicht ändern werden. Bezug auf Desta, also muss ich leider sagen, wahrscheinlich eher nein. Klar, ich wäre ihn gern geflogen, weil der wird auch gut angepriesen und die Grafik sieht super gut aus. Aber ich will auch so ein System eigentlich gar nicht unterstützen, weil das ist nach meiner Meinung einfach eine Frechheit. Und ich hoffe, du verstehst mich an der Stelle. Und wenn du es nicht tust, dann, naja. Ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass ihr mir unbedingt meine Meinung sagen müsst. Eine Meinung ist was komplett Individuelles. Also, ich habe mir da meine eigene Meinung gebildet und
Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu hart im Urteilen. Aber mir würde das schon öfters vorgeworfen, dass ich ein bisschen zu schnell und zu hart handle bei solchen Dingen. Aber ich muss sagen, ich verstehe an der Stelle eigentlich keinen Spaß. Weil du investierst echtes Geld in ein Spiel und ich finde, wenn man 70 Euro zahlt, dann sollte man auch schon was dafür bekommen. Und da kriegt man bei anderen Spielen was echt Gutes dafür. Ich hoffe, ihr versteht mich an der Stelle. Also, jetzt zurück nach Raft. Ich fange jetzt noch ein paar Fische, dass wir die schnell braten können, weil meine Hungerlast ist sehr tief. Ich hoffe, dass wir das damit ein bisschen aufbessern können. Dann machen wir uns auf den Weg. Habe ich schon die Hälfte der Folge verlabert. Oje, oje, oje. Warte mal kurz. Ich glaube, Lachse sind große Fische, oder? Ja, große Fische, naja, gut. Dann versuche jetzt noch zwei kleine Fische zu fangen, also Makrele oder Barsch. Also Buntbarsch an der Stelle. Oder ich glaube, es gibt noch einen kleinen Fisch, aber da habe ich den Namen vergessen. Die Seebrasse. Ich glaube, es sind die einzigen kleinen Fische in der Makrele. Und schauen wir mal. Vielleicht fangen wir auch jetzt irgendwann mal was anderes. Wie ein Stiefel. Oder ich glaube, man kann das sogar ein Radio fangen. Oder habe ich das gefunden? In der letzten Meldung hatte ich auf jeden Fall ein Radio. Das war ich sehr angenehm, weil man hörte ab und zu mal Musik, aber ich vermute, dass die nicht. Nicht, was wollte ich jetzt sagen? Ich vermute, dass ich die nicht im Video abspielen darf. Weil die einfach urheberrechtlich geschützt ist. Deshalb lieber Wort habe ich gesucht. Aber ich will auf jeden Fall nochmal an der Stelle betonen, dass ich das sehr nett finde, dass du überhaupt dich bereit erklärt hast, einen Kommentar zu schreiben, weil das ist bei mir jetzt nicht so viel und ich möchte eigentlich ein bisschen mehr auf die Interessen der Zuschauer eingehen, aber was soll ich machen? Ich kann doch bloß Kommentare anbieten, ich kann Abstimmungen anbieten, aber mehr kann ich auch wirklich nicht machen. Deswegen finde ich es eigentlich immer auch sehr nett, wenn das jemand macht. Es ist einfach schon so, jetzt trinken wir noch mal. Wir süffeln jetzt schnell den Rest noch und dann füllen wir es noch mal auf. So. Die werden sich jetzt noch länger bei dem Bratenbaum. Dann füllen wir die Flasche noch mal auf. Dann haben wir in für Notfall auch noch Kokosnüsse. Ich glaube, dann sind wir relativ gut aufgestellt. Hoffen wir es zumindest. Ich glaube, wir werden es heute nicht weit schaffen. Aber dafür nächste Folge. Weil die Folge dauert jetzt, also hat eigentlich nur noch 7 Minuten jetzt Zeit ungefähr. Ich glaube, das wird ein bisschen knapp. Aber ich kann vorher sagen, die unteren Stationen des Radio Towers werde ich nicht durchsuchen, weil also für die Arbeit, die man aufbringt, ist es echt eine magere Sache. Hoppala, ich habe keine Hölzer mehr. Ups, ich habe keine Hölzer mehr. Das heißt, ich kann den Fisch nicht braten. Ist hier noch irgendwo Holz drin? Plastik. Ein Plastik, super, okay.
Dann werden wir wohl ohne das. Okay, dann machen wir uns jetzt schon mal auf den Weg. So, ist das. Ja, das Wasser ist schon fertig. Dann nehmen wir gleich das Wasser mit. So, und dann schauen wir mal, ob wir alle Notizen finden. Weil leider gibt es ja nicht mehr die Kontrolle durch das Achievement, das man bekommt, weil wenn man alle Sachen auf einer Story, also alle Notizen auf einer Story-Insel gefunden hat, kriegt man das Achievement. Wie heißt das? Radio Tower Historian. Dann eben, also allgemein Historian, eben den Namen davor von der Insel. Upala. Ich hoffe, ich so hoch. Jetzt hier nochmal hoch. Hä, bin ich jetzt blöd? Geht's, da geht's auch nicht über die Tür hoch. Nee, da komme ich nie hoch. Ist eine schwere Entscheidung. Komme ich da denn hoch? Hä, bin ich jetzt wirklich so blöd, dass ich das alles vergessen habe? Anscheinend schon. Komme ich da groß hoch? Ich glaube, es gab hier irgendwo eine Leiter oder so, aber ich finde sie gerade nicht. Hier könnte ich hochkommen. Lieg ein Geländer, hoppala. Okay, ich bin oben. Schauen wir zuallererst mal hier rein. So, ist hier irgendwas? Ja, Notizen. Okay, aber sonst nichts, oder ist hier noch irgendwas? Das sieht schrecklich aus mit dieser Verziehung. Also ich sehe hier eine Verziehung. Ich glaube, die ist sogar real, aber ich bin mir nicht sicher. Dann versuchen wir jetzt mal einen ganz schnellen Durchlauf. Wobei ich das hier bezweifle. Oder? Vielleicht. Vielleicht nicht. Ich habe jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Ich habe auch vergessen, was ich vorher gesagt habe. Das ist komisch. Vielleicht gibt es diese Aufnahme auch später gar nicht. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Weil ich höre ständig Hintergrundgeräusche. Ich hab's geschafft. Hoffentlich habe ich nichts vergessen. Da ist eine Kiste. Komme ich da jetzt hoch? Ups. Caught a shark named him Bruce. Nee. Naja. Also ich muss ja sagen, mittlerweile hat ja der Shark, ist der glaube ich Vegetarier geworden, weil der greift uns einfach nicht mehr an. Tugboat won't be back. Ja. Stimmt, ich kann da noch was erzählen. Und zwar, als ich das erste Mal Raft gespielt habe, habe ich immer gehofft, ich finde irgendwo noch jemanden lebend vor auf diesem Radio Tower, weil da gab es ja damals nur den Radio Tower. Über die weiteren Inseln werde ich kein Urteil fällen, ob es da noch was gibt oder nicht. Aber ich war dann super enttäuscht, als es keinen gibt. Auf keiner Insel, die ich gesehen habe, gab es eine. Es würde mich interessieren, ob die Entwickler sowas einbauen. Also irgendwie, aber ich bezweifle, ist, dass nochmal sowas eingebaut wird. Wo ist das? Hä? Ich glaube, ich habe alles, oder vielleicht da unten noch, weil da liegt alles sehr offen. Oh je, das ist schrecklich mit diesen kleinen Notizen. Okay, jetzt bin ich schon mal eins oben drüber. So, da gibt es jetzt kein Gebäude mehr. Also man muss jetzt über diese doofe Stange balancieren, das weiß ich. Ich könnte mich echt ohrfeigen. Ich könnte mich so arg ohrfeigen. Das ist schrecklich. Vor allem habe ich das Gefühl, Raft leckt leicht hier. Also immer so ganz kleine Längen und. Ja, da kann man ja auch nicht zur Insert-Person-Perspektive umschalten, sodass ich sehen kann, wo ich langlaufe. Ich habe euch gewarnt, ich habe euch so gewarnt. So, upala.
Nein, ich werde sowieso versagen. Ich hoffe, ich falle nicht runter, also bis ins Meer ganz runter. Ich hoffe es einfach. Aber das Bescheuerte ist, ich kann ja auch nicht mal einen Save-File machen, kann immer neu laden, weil das dauert ewig, das Laden. Es wäre so wie ungefähr einmal runterfallen und hochlaufen. So, balla. Hä? Ich glaube, ich bin einfach manchmal zu blöd. Ich bin wirklich zu blöd. Ja, gut. Ich bin am Überlegen. Oh je, da muss man dann noch hoch und dann hat man es, glaube ich, geschafft. Irgendwie, naja. Aber an der Stelle beende ich jetzt auch die Folge. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Lasst gern ein Like da. Und wenn ihr ein Dislike da lasst, bitte schreibt, warum ihr das getan habt. Wäre auf jeden Fall sehr hilfreich, damit ich sehen kann, was ich verbessern kann und was nicht. Des Weiteren schreibt auch gerne einen anderen Kommentar mit anderem Inhalt und abonniert auch sehr gerne, wenn ihr nichts verpassen wollt. Tschüss, bis zur nächsten Folge.